Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir orakeln heute mal Wolfsburg gegen Frankfurt in der Bundesliga. Ich sag gleich mal zu Anfang, ich habe auf Profi gestellt, habe jetzt schon, gut, seit dem Deutschlandspiel halt nichts mehr orakelt. Und ja, man sieht's, also auch unter Profi können die sich hier ganz locker durcharbeiten, alles klar. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, erstes Spiel von diesen dreien, die ich an diesem Wochenende aufnehme. Für gestern werde ich nachher noch Dortmund aufnehmen und für nachher nehme ich auch noch Bayern auf. Da wollte ich allerdings auch Weltklasse. Shit. Und deshalb wollte ich mich jetzt hier erstmal warm spielen auf Profi. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es auf Weltklasse auch wieder ein bisschen knackig wird. Wie gesagt, da wir aktuell nur die Deutschlandspiele orakelt haben. Boah. Alles gut. Die Flanke. Ball noch im Spiel nach dieser Kapitänsparade. Naja, so halb. Gibt Einwurf. Ja. Deutschlandspiel habe ich übrigens, also das zweite. Flank das habe ich ja nicht. Alter, wie kann man den nicht machen? Wie kann man den nicht machen? Nee, der Kopfball geht knapp. Wäre Abseits gewesen oder? Nee, ist Abstoß, ne? Wie kann man den nicht machen? Das erste Deutschlandspiel habe ich ja nicht gesehen. Obwohl das halt, das zweite war auch. Kann man schon sagen, dass das zweite auch gut war. Aber das erste lief halt ein bisschen besser für Deutschland. Ne? So, da habe ich mir ja die Highlights angeguckt. Und beim zweiten habe ich so 60 Minuten ungefähr gesehen. Da bin ich ja irgendwann eingepennt. Ich habe also noch so halbwegs das. Hab dann noch so halbwegs das 2:2 mitbekommen. Jetzt gucken wir uns nochmal an hier. Haben Sie dieses Tor dachte da schon an Abseits und dann haut er das tatsächlich in kurzen Winkel rein. Nicht schlecht. Aber sowas, dieses Glück hast du denn, wenn du auf Profi spielst. Auf Weltklasse hast du so ein Glück nicht. Auf Weltklasse läuft das nicht so. Da kriechen dir die Verteidiger dann in den Hintern. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, mir die Highlights habe ich mir nächsten Tag noch reingezogen, um einfach zu sehen, wie ist es denn jetzt endgültig ausgegangen und so. Und dann hat man natürlich wieder gesehen, kann jetzt natürlich auch von der Berichterstattung ein bisschen verfälscht gewesen sein. Ich will jetzt hier die Leistung von Niederlande nicht schmälern. Die waren auch richtig, richtig gut. Und da hat Deutschland gerade in der Anfangsphase schon ziemlich hart gepennt, als sie direkt nach 2 Minuten da irgendwie 1:0 hinten lagen. Dafür haben die andersrum wiederum gepennt, als in der ersten... Da haben wir gepennt, in der ersten Verlängerung, also in der ersten Halbzeit, in der Verlängerung der ersten Halbzeit, so. oder war es überhaupt Verlängerung oder war es schon... Ja, jetzt vielleicht nochmal, du darfst nicht nur anzeigen, du musst dann halt auch da laufen, du musst da auch den Sprint setzen. Und nicht einfach nur so, da will ich ihn hinhaben und da läuft halt der Gegner rum. So. Gut, dass du ihn denn da hinhaben willst, wenn du ihn eh nicht kriegst. Ja, geht doch. So. Weißt du, was klappt denn unter Profi? Wie gesagt. Ja, dann ist nachher, wie gesagt, das 2:2 gefallen und die Highlights, Deutschland hat einen Elfmeter nicht gekriegt, der eindeutig einer war. Aber das kennen wir ja noch von der EM. Ne? Spanien lässt grüßen, wenn man da Handball spielen darf. Im eigenen Strafraum, dann ist das schon ganz witzig. Und hier war es halt ein Foulspiel, ein Musiala war es, glaube ich. Und dann in der letzten Minute da den Angriff noch wegpfeifen, ist halt auch ungünstig. Ne? Also vorher hat Deutschland da den Ball verloren und da lässt er halt weiterspielen und dann hat Deutschland sich den Ball zurückerobert und dann pfeift er plötzlich ab, so wo man sich so denkt. Naja, also wie gesagt, wenn er da irgendwie 5 Sekunden vorher pfeift oder 10, dann ist alles entspannt. Aber wenn er da meint, dann abzupfeifen, wenn Deutschland auf einmal den Angriff gerade aufbaut, so, dann ist das schon Bullshit. Ja, und generell sollen da auch die gelben Karten ein bisschen
eher so in Richtung Deutschland gefallen sein. Also sprich, dass Deutschland eher mehr gelbe Karten für kleinere Sachen bekommen hat. Ja. Aber ich will die Leistung von Niederlande nicht schmälern. Wie gesagt, Niederlande hat auch echt gut gespielt. Das war ein richtig schönes Spiel. Von der Leistung her waren beide Mannschaften top. Ich wundere nicht, trinke gerade was. So. Und da ist das 3:1. Ich sag ja, das ist so dieses Ding, ne? Wir sind hier so bei so einer 50-50-Geschichte gerade. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel Weltklasse gerade spielen würde, dann würde es hier nicht 3:1 für uns stehen. Auf gar keinen Fall. Dann hätten wir zu tun, dass hier 1:1 oder so. Boah, das ist definitiv gelb. Na gut. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, also... Okay, das war richtig schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich bin zurzeit wieder voll im Modus, was Bundesliga angeht. Ich habe richtig Bock. Nächste Woche ist auch Champions League, da nehmen wir ja auch nochmal auf. Mal gucken, ob ich da durchblicke, durch diesen komischen Modus. Das hat mich noch nicht ganz so... Ja, das ist alles Käse. Da muss auch einer mal in die Spitze reinlaufen und nicht vorm Strafraum einfach nur random stehen bleiben. Also, ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich weiß noch nicht genau, welche Champions League-Spiele ich da aufnehmen werde, aber wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, müsste nächste Woche Champions League sein und dann wird da sicherlich irgendwas unter der Woche halt kommen. Und nächstes Wochenende weiß ich auch noch nicht so genau, wie das da läuft, ob wir da... Schönes Ding. Das ist es halt so, weißt du, in der Profi haust du die so easy peasy rein und der Weltklasse wird man gestern gesehen haben. Wie gesagt, ich nehme für gestern gleich im Anschluss auf, Dortmund gegen Heidenheim und dann nachher, aus eurer Sicht heute Abend, kommt dann noch Bayern gegen Kiel. Da werde ich dann nochmal genauer auf die Weltklasse-Geschichte eingehen. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich weiß noch nicht, wie es am besten läuft. Verdammt, wir wären vorbei gewesen. Ich wollte rüberpassen. Er hat bloß nicht schnell genug gepasst, beziehungsweise, ja, dann wären wir halt vorbei gewesen. Ballverlust. Zack, zack, zack. Skiri. Zack. Er muss halt den... Oh. Ah, das könnte was werden jetzt. Ja, doch. Jetzt hauen wir das Ding einfach rauf. Okay, rübergeballert. Ja, das neue FIFA, also Quatsch, EAFC 25 kommt raus und ist ja auch vorbestellt. Und Funko Fusion ist auch vorbestellt. Das nehme ich heute Abend noch auf. Das dürfte aus eurer Sicht dann eigentlich schon online gegangen sein, wenn es was taugt. Wenn es nichts taugt, dann eher nicht. Aber wen es interessiert, so. Ich bin gespannt, weil ich mag die Funkos, mochte ich früher überhaupt nicht, diese Funko-Figuren. Ich fand die immer ein bisschen strange, so dicke Köpfe und so. Wieso? Ich wollte immer, da bin ich schon mal im Lego, in den Lego-Games drauf eingegangen. Ich wollte nie so diese Lego-Games haben für die Konsole, sondern ich wollte immer, also ich wollte kein Lego-Batman, sondern ich wollte nur Batman. Oder ich wollte kein Lego-Harry Potter, sondern nur Harry Potter, das Game. So, weißt du, sowas wollte ich immer. Das Lego-Gimmick habe ich damals nie so gefühlt. Bin dann aber damit ganz gut warm geworden und so ähnlich geht's dann auch mit den Funko-Figuren. Ich habe ein paar Funko-Figuren, was heißt ein paar, ne? So um die 10 Stück. Ich hatte da mal so vor 2-3 Jahren oder so einen kleinen Heeper drauf. Einige Figuren sahen ja doch ganz cool aus. Und ja, ich bin gespannt, was dieses Funko-Spiel kann, weil so von den das ist ja ähnlich wie Lego im Endeffekt, so von den Dings. Schönes Zuspiel. Ja komm, au, die Pille weg. Von den Franchises, von den Marken, die da so haben, ist das schon echt nicht verkehrt. Das ist doch gefährlich. Also natürlich ist es nur wegen den Marken, ne? Also Lego kannst du halt bauen und Funko es sind halt nur... Es gibt Freistoß. Okay, da war irgendwie wieder ein komisches Foul, offensichtlich. Und Funko-Figuren sind halt nur zum Hinstellen, ne? Da baust du nicht wirklich viel. Außer, dass du vielleicht den Ständer oder sowas dazu raufbaust. Apropos Ständer. Keine Sorge, kein Porno-Vergleich, nein. Unter der Woche wurde... die PlayStation 5 Pro vorgestellt und du musst den Ständer extra kaufen.
Das war ganz witzig. Sie haben ja da so ein bisschen was vorgestellt. Es wurden ja keine neuen Spiele vorgestellt. Es wurde ja einfach nur die PlayStation 5 Pro vorgestellt. Und dann haben sie da halt ein paar... ja, das gefällt mir gerade ganz gut. Ja, da musst du Volley nehmen oder sowas. Ja, und da haben sie ja ein paar ältere Spiele dann gezeigt dafür. Ich bin echt gespannt, ob die da vielleicht doch nochmal was aus der Kiste schütteln. Wäre ein bisschen zu doll, ne? Weil nur die PlayStation 5 Pro für 800 € ist dann schon ein bisschen wild, ne? Andererseits habe ich auch nicht groß was anderes erwartet, ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt nicht überrascht, als da ein 800 € Preis stand. Aber gut. Ich werde da gleich in dem anderen Spiel nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen. Also einfach nochmal... bei Dings reingucken. Entweder bei Dortmund oder bei Bayern. Ich werde, denke ich mal, in beiden das nochmal anreißen. Also nicht wundern, dass das hier alles ein bisschen verwirrender ist. Das hat einfach eine andere Reihenfolge dieses Mal, diese Aufnahme. Insofern alles entspannt. Ab nächster Woche, spätestens übernächster Woche, gibt es dann FC 25, höchstwahrscheinlich, wenn ich mich da nicht verrechnet habe. Und ja, eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Das ist natürlich hier alles ein bisschen zu hoch gewesen vom Ergebnis. 4:1 wird Frankfurt nicht gewinnen. Ich sehe beide Mannschaften sehr stark auf einem Level. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein 2:2 oder sowas wird. Ne? Gut, wir stellen jetzt hoch und dann gucken wir mal, wie das aus eurer Sicht gestern und heute Abend so läuft. Eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal ciao.